Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Zu hart für den Start von Blockmonster und Smokey. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zu hart für den Start von Blockmonster und Smokey, das Ganze im November 2019 erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, das Album über Hirntod Records erschienen. Der erste Teil, Zu hart für den Markt, der erschien im März 2012. Und die Fortsetzung, Zu hart für den Start, eben 7,5 Jahre später. Wir haben hier ein reguläres Jewel Case. Dann haben wir auf dem Cover hier wie so eine Luftwaffenbasis, also hier so ein Hangar. Im Hintergrund sehen wir ein Kampfflugzeug. Und dann haben wir hier die beiden Herrschaften in Pilotenmontur. Also Kampfjetpilot Nummer 1 hier Block und Nummer 2 Smokey. Hier auch beschriftet, seitlich ebenso schwarz und weiß. Und auf der Rückseite dann nochmal die beiden, in diesem Fall im Flugzeuginneren. Das sieht mir allerdings mehr so nach einer Transportmaschine aus, kein Kampfjet. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier zwei CDs. Und so haben wir auf der CD 1 Zu hart für den Start 14 Songs. Features mit dabei von Pulse, Mon Ami, Cracker Valley, Rako, Lucky, Nuri und nochmals Mon Ami. Und dann haben wir CD 2 HTMR mit 5 Bonustracks. So, Infos, Barcode. Dann schauen wir mal rein. So, na, erstmal ins Booklet, wenn ich es dann rausbekomme. So. Also, das ist das Cover mit den beiden hier im Hangar. So sieht's aus. Dann haben wir hier einmal die Tracklist von CD1. Dann einmal die beiden hier auf der Doppelseite. Dann die CD2 mit den 5 Bonus-Songs, die Credits dazu. Und dann einmal Smokey, HTMR. So, dann packen wir das Booklet zurück. Und kommen zur CD. So sieht die aus. CD 1 bzw. Album-CD. Sieht aus wie so eine Turbine. Und dahinter haben wir dann CD Nummer 2. Die sieht dann so aus: schwarz-weiß. Und hier dann nochmal Hirntod-Logo mit diesem Kampfflugzeug. Das ist, glaube ich, eine Sowjetmaschine. Gut, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blockmonster, Smokey und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.